Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 13 von Simotrans mit dem Pack Comic. Diesmal habe ich es gewusst, welche Folge es ist. Letztes Mal war dem ja nicht so. Ja, wir haben Schiffsverkehr eingebürgert sozusagen und hier sehen wir, dass auch schon 6 Leute warten, die darüber fahren wollen. Und da bin ich immer gespannt, wie das so funktioniert. Ja, hier ist auch schon ein Häuslein hingekommen, wie man sieht. Das ist auch cool. Hier ist die Abdeckung also dann prima und die Bushaltestelle wird angenommen. Die Bushaltestelle ist diese und diese ist ja das. Dann passt es hier bei Palenberg schon und es werden wahrscheinlich dann vielleicht der ein oder andere auch hierher kommen. Weiß nicht, Fahrgäste hier drin? Keine Sackpost, das ist eine Postkutsche, okay. Und da knapp daneben war auch vorbei, aber hier sind tatsächlich 3 drin, die weiterfahren wollen, ne? Ne, 5 sogar. Sehr schön. Richtig cool. Und hier 2 nach Lübeck in der Kutsche. Also die, die hier sind, fahren hoch und dann rüber. Und hier ist auch schön ausgebaut. Auch schon. Würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das weiter an, ne? Bis gleich. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob er das gerade eben gesehen hat, aber die Kutschen, die haben auf jeden Fall Beladung. Das Bild war vielleicht ein bisschen klein. Ich hätte erst umschalten sollen. Naja, ist nicht so schlimm. Ihr kriegt das schon so mit. Ne? Also hier wächst und gedeiht es auch. Das ist schon mal cool. Dann gehen wir doch mal auf die andere Seite. Und schauen mal hier weiter. Da haben wir unser Hafen. Ist denn da jetzt schon was angekommen? Nee, da nicht. Welche Kutsche fährt denn da jetzt rüber? Warte, das können wir hier mal zumachen. Ah, das ist die Kutsche, die jetzt hier weiterfährt. Gucken wir, dass wir die gerade in Empfang nehmen. Aber da will keiner rüber. Das ist schlecht. Na, irgendwann klappt das auch. Lübecke Eislingen nach Palenberg und ich weiß nicht, wie der zweite Ort da hieß. Will keiner hin. Ja, hier ist jetzt noch nicht so prickelnd. Hier ist aber alles gut. Wir haben noch 2 Kutschen am Rennen, glaube ich, aus der letzten Runde. Weil wir da was falsch gemacht haben, oder? Oh, nicht laden. Lübecke Roßlau. Stopp mal. Nicht laden, nehmen wir raus und wir müssen die woanders draufsetzen, ne? Ne, Fahrplan war das, ne? Naumburg-Weiterstadt. Ich würde die jetzt mal nach Stadtbusse. Haben wir schon ganz viele, ne? Das soll mir Palenberg statt Hagen, geht nicht. Öhr-Weiterstadt, ich glaube, das geht. Fahr du mal nach Öhr-Weiterstadt hin. Wo ist die zweite Kutsche, die da drauf war? Eine haben wir ja verpennt, ne? Die musste dann nur nach Roßlau fahren. Oder war die das? War das schon die letzte hier auf der Tour? Könnte auch sein. Letztes Mal habe ich schon 2 gehabt. Oh, hier müssen wir eine neue Bushaltestelle bauen. Aber ich glaube, hier auf dieser Tour ist ja nichts mehr. Die habe ich schon letztes Mal umgeschichtet, ne? Es war nur noch die eine. Die anderen beiden hatte ich, glaube schon auf Attendorn-Lübecke gestellt. Es ging, glaube ich, nur noch um diese hier. Ja. Okay, nicht schlimm, aber da oben müssen wir eine Bushaltestelle für den Stadtbus Lübecke machen. Wo ist es? Da oben ist es. Da. 1, 2. Und dann müsste hier die Bushaltestelle hin. Das bedeutet, wir müssen dort Erdarbeiten auch machen. Und zwar diese. Dahin. Und dann müssen wir das zumachen. Straße bauen, so. Und die Bushaltestelle kommt dann dahin. Aber hier gibt es noch gar keinen Stadtbus, sehe ich gerade, oder? Nö. Ah ja, gut geklappt, ne? Das bedeutet, schnell an diese Kutsche rein, die hier irgendwo noch rumfährt. Kann dann auch gleich wieder hoch, ne? Die Lupe anmachen, ja. Die ist ja leer. Und die kriegt einen Fahrplan, der Stadtbus Lübecke gibt es ja noch nicht, ne? Da ist jetzt gerade leer, aber, ja, ne. Warte mal. Ja, komm, Linie ändern. Machen wir. Nee, die ändern wir auf gar keinen Fall. Die ist schon richtig. Der soll da drauf fahren und die ändern wir die Linie. Das wird hier jetzt ein Stadtbus
Lübecker. Das weg. Und Roßlau weg. Jetzt muss ich nur gucken, komme ich da hoch? Ja, komme ich so hoch? Lübecker, und dann ist das die Haltestelle, die rein muss. Und dann ist das schon der Stadtbus. Fertig. Und der muss jetzt dahin fahren. Haben wir da noch Fahrzeugdetails? Ja, passt aber schon. Okay, wo ist der jetzt? Der fährt jetzt nach Roßlau. Irgendwas ist hier falsch. Ich hatte gerade diese Linie geändert. Die heißt aber immer noch so. Lübecker. Hat er das hier nicht angenommen, ne? Kann man das so nicht ändern? Stadtbus Lübecker. Stadtbus Lübecker, da ist es richtig. Da ist es richtig. So, jetzt müssen wir noch gucken, was die Kutsche daraus macht, ne? Die macht das nicht. So, Freit, ne, Fahrplan. Geh mal auf das. Nimm das mal an. Und dann wieder zurück. Und jetzt gehen wir auf Stadtbus Lübecke. Und jetzt passt's. Jetzt fährt's auch zurück. Okay, muss man so machen. Sehr gut. Wie viel hat denn unser Zug? Oh, 26 Passagiere. Sehr gut. Er fährt allerdings noch minus ein hier oben hin. Und, ja. Was macht denn hier unsere orthodoxe Kirche? Da wartet auch keiner. Die letzte. Da wartet auch niemand. Okay. Schade drum, aber das ist halt so. Und dieser Bahnhof hat 51 Passagiere wartend. 14 davon nach Attendorn. 13, das sind 27. 30. Ja, 30 wollen da hoch, ne? Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Hier tut sie nichts. Was steht hier? Steht niemand. Da stehen drei, die woanders hin wollen, aber nicht nach Übersee. Oh, hier ist nur noch ein Schiff. Oder waren das doch noch mehr? Warte mal, dann nehmen wir ein Schiff trotzdem hier nochmal. Fahrzeugliste. Keine Passagiere drauf. Also, da müssten wir... Ne, der grüne Balken. Ne, das... Ja, ist halt so gerade nicht so dolle, ne? Aber wenn das Schiff von da hinten erstmal hier ist, ne? Die da welche haben, ne? Dann ist doch alles gut, oder? Wo ist hier der Dampfer? Was man dann Dampflok nennt. Da fährt sie gerade. 30 Passagiere. Ah, das geht schon mehr Richtung 0. Wahrscheinlich, wenn die jetzt ankommt, hat die 0 vielleicht, oder? Müssen wir mal gucken. Ja, guck mal, Roßlau, Palenberg ist dann die ersten drei, die nach Palenberg dann wollen. Dann klappt das ja doch. Dann müsste eigentlich das erste Schiff gleich auch losfahren, oder? Also hier 131 plus, das läuft schon mal. Jetzt will ich mal gerade schneller laufen lassen, bis die Kutsche da unterwegs ist. Warte, die können wir auch mal gerade auswählen. Weil die müsste ja jetzt dann drei darüber bringen. Und die 10% sind es dann, ne? Dreier sind drin, dann müsste das erste Schiff hier losschwimmen. Da ist es. Sehr schön. Zwei Passagiere. Waren das nicht eben drei? Naja, okay. Dann halt nicht. Das. Nee, da ist keiner drin. Okay, aber das funktioniert erstmal. Obwohl 10% natürlich zu schwach ist, ne? Wenn ich das mal so überlege, oder? Ah, vielleicht sind die ja günstig am Fahren, ne? Schiffe sind immer günstig, glaube ich. Kann das sein? Bin mir aber nicht so sicher. Ja, wer ist denn noch so auf der Linie? Das wäre ja die Frage. Er hat... Oh, guck mal, hier unten ist ja auch schon einer. Ah doch, guck mal, da ist doch jetzt einer eingestiegen. Das ist ja hier oben, ne? Ja.
Und die anderen? Na, der fährt erst noch hin, ne? Okay, das wird wohl noch dauern, immer die brauchen sehr lange hier hoch. Ein Schiff wird kommen, oder wie heißt das, ne? Naja, aber das funktioniert ja. Das ist ja schon mal gut. Wahrscheinlich stehen sie hier schon Schlange, wie bekloppt. Lübeck, Attendorn, Attendorn, doch ist auch auf der anderen Seite. Eislingen, Eislingen, Neffen, alles auf der anderen Seite. Eine volle Fuhre ist schon hier. Okay. Dann passt das erstmal. Jetzt nehmen wir mal die große Karte hier nochmal. Ne, da nicht, da war sie. Ziehen das mal gerade hier größer. Machen wir hier plus 1. Ah, da plus 1. So, das ist alles verbunden, ne? Das ist auch verbunden. Wo war unser Ziel? Hier unten wollten wir irgendwie was machen, aber dann wäre es von da nach da, ne? Das müssen wir dann mal überlegen, ob wir das machen wollen. Ja. Das ist nämlich alles hier sehr, sehr lang zu fahren, ne? Und naja, die Städte wachsen natürlich auch. Das bedeutet auch, dass wir da schauen müssen. Okay, die beiden Häuser sind tatsächlich noch drin. Wie sieht es hier aus? Ist auch noch alles abgedeckt. Wo war jetzt hier die nächste Stadt? Ich glaube, das ist hier eine riesenlange Strecke. Von da los, ne? Da sind zwei Häuser. Hier unten ist noch Öhr. Wie sieht es da aus? Auch noch alles abgedeckt. Und die drei Häuser sind alle in der einen Haltestelle. Sehr gut. Dann haben wir hier, das war Neften, glaub. Neften. Auch abgedeckt, auch okay. Und Hamburg war hier unten. Hat ein Haus gebaut und ist auch abgedeckt. Hier ist ein bisschen größer. Und da müssen wir dann gucken, hier diese Fabrik, Industriegebäude. Ist ein Denkmal, Industriegebäude, Denkmal oder was ist das? Auf jeden Fall sind da Passagiere, die da abgeholt werden müssen. Da müssen wir definitiv dran bauen. Hier wächst es nicht so weit, oder wächst schon, aber wir haben es schon voll im Griff. Hier ist auch abgedeckt und hier oben muss noch Attendorn sein. Attendorn ist abgedeckt. Nee, da müssen wir auch schon was bauen. Okay, in der nächsten Folge haben wir das auf jeden Fall zu erledigen. Hier ist noch alles grün. Und Palenberg ist auch noch okay. Aber da haben wir schon mal was zu tun für die nächsten Folgen. Und da müssen wir nochmal gucken, wie das mit dem... Jetzt würde ich gerne wissen, wo hier das Schiff ist. Ob hier ein Schiff schon unterwegs ist in der Nähe. Oh, hier ist eine schicke Burg, ne? Passagieraufkommen. 296. Wow. Und das in der Nähe von Stadthagen. Vielleicht sollte man da mal dran arbeiten. Ich glaube, da ist es. Da ist auch eins. Wenn die so fahren, kommen die dann? Ah, dann biegen die dann nachher nach da unten ab. Ja, dann müsste das erste Schiff sein hier. Wo ist es jetzt? Klein, ein bisschen klein. Ja, 77. Okay, das geht allerdings noch. Hat er schon Passagiere dabei? Nee, auch noch nicht. Und der nächste kommt. Ist das hier so gerade rüberfahren? Weiß ich nicht, ne? Nee, war wohl nicht so gerade rüberfahren, weil irgendwo muss... Da ist es. Zwei Passagiere waren das, genau. Und hier steht jetzt noch einer drinne. Mit einer Person. Ein Schiffchen. Ah, da geht die Reise jetzt los, glaube. Genau so ist es mit drei Leuten an. Ach, wieder nur zwei Leute an Bord. Und hier sind drei. Die Kutschen laden so langsam aus, dass die nicht einsteigen, ne? Und der fährt schon los dann. Naja, dann ist das halt so. Können wir auch nicht ändern. So, alle sind unterwegs. Sind das denn fünf? Ich habe aber 5 gehabt, oder? Das ist der. Dann fehlt mir einer noch. Warte mal. Nee, hatte ich nicht 5 Schiffchen gemacht? Ist der das? Das ist der. Nee. Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Welches Schifflein war das denn jetzt?
war das jetzt da? Doch, das war das, ne? Das ist er. Aber irgendwo muss noch einer mehr sein, oder? Wo ist der denn jetzt hier? Das ist der. Das ist der. Ja. Wo ist der letzte? Ja, wir können das nur hier feststellen wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4. Ja, es sind 5. Ah, da ist er. Ah, er ist gerade losgefahren oder was? Tatsächlich. 2, 2, 2. Keiner, keiner. Wer ist jetzt an der Spitze? Der hier oder der? Ja, der ist an der Spitze. Okay. Hier gibt's noch keine Gewinne, nur Verluste. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns die Gewinne dann in der nächsten Folge an. Würde mich ja dann mal interessieren, wie das hier ist. Wir können natürlich vorspulen, machen wir aber nicht. Machen wir in der nächsten Folge das Ganze, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.